Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta in Rome Total War 2. Und ja, wir sind schon ein bisschen weiter gekommen. Also im Norden sind die Autrysen, die mögen uns ja ein bisschen. Deswegen werden wir uns ja jetzt eben in Asien ausbreiten und ein bisschen die Römer platt machen, die gerade von Massilia platt gemacht wird. Und die etruskische Liga ist immer noch da. Das ist krass. Das wäre lustig, wenn die etruskische Liga mal wieder die Macht über Italien zurückgewinnen würde. Das wäre echt lustig. So. Ah, genau. Hier greife ich dann nächste Runde an. Mögen die mich wirklich so? Ah, geht so. Aber wir haben wenigstens Handel. Das ist ganz gut. Sparta. Genau, die kommen dann nach Brundisium. Ich werde mal Rom übernehmen. Bis auf die etruskische Liga. Und dann will ich versuchen, dass die Liga mich übernimmt. Also, dass die wieder Rom übernimmt. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, ich gebe ja der etruskischen Liga auch Geld. Das wäre lustig. So, genau. Petra ist auch... gehört auch den Seleukiden. So. Kommst du auch normal da drauf? Nee. Ja doch. Okay, das mögen die natürlich nicht so, aber das ist mir egal. Kann ich mit denen irgendwie handeln? Seid gegrüßt und nun sprecht offen, denn wir sind ein ehrliches Volk und wissen, auf. Hättet ihr. Mir kommt gerade, dass es dumm war, was ich gerade gemacht habe. Weil wenn ich mit denen jetzt Handel mache und ja und so weiter, dann greifen die mich ja nicht an, ne? Und das war ein bisschen doof. Und jetzt ist es ein bisschen doof, dass hier zwei krasse Armeen sind. Wenn ich das schaffe, hier den anzugreifen und zu gewinnen, dann kann er mit der Armee kann er nicht hier das übernehmen. Sperre des Armes. Ja, das ist eine Elfer Garnison. Warte, dann mache ich das anders. Dann komme ich mal den 300 zu Hilfe. Das glaube ich jetzt klüger. So. Will ich denen den Krieg erklären? Ja, schon. Weil, also, Rom ist ja schon untergegangen hier. Krieg erklären. So, was? Soeben ist... Sind die Verbündeten von denen? Wie geht das denn? Das ist ja voll lustig. Achso, wow. Ich bin so dumm. Ich hätte es nächste Runde machen sollen. Aber egal. Die Sueben. Das ist ja krass. Oh, ich habe vergessen, Ausgaben zu machen. Naja, egal. Die Sueben.
Die Sueben werden egal sein, aber. Hä, wieso bist du vorgegangen? Zurückfallen und neu gruppieren! Wieso bist du vorgegangen? Das kommt ja bei mir nicht vor. Genau, Sueben werden egal sein. Mein Volk mag keine. Aber, Syrakus. Wird. Könnte zum. Zum Problemo werden. So, dann schaue ich mal, ob ich hier was Neues bauen kann. Hier kann ich was Neues bauen. Ja, hier kann ich was Neues bauen. Und das war's. Gut, jetzt aber. Ja. 72. Ich mach nochmal Leitern und dann komme ich mit der ganzen Meute hoch. Entschuldigung. Wie lautet euer nächster Befehl? Ich erwarte eure Befehle. Ja, also das war jetzt ziemlich dumm von mir. Das war doch ein bisschen dumm. Warte mal. Puh. Das wird eine fette Belagerung. Darauf freue ich mich schon. So. Die belagere ich auch. Wieso greift der nirgendwo an? Autrisen. Vätersklaven. Also. Upsi. Aber der ist nicht mit Rom verfeindet. Das ist ja interessant. Ha. So. Seleukiden mögen mich nicht. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Minus 15, minus 10. Mal schauen, ob die trotzdem. Die Götter lassen mich euch zu gehören. Ja. Na gut. Dann weiter. Wir sparen jetzt mal ein bisschen, weil das können wir auf jeden Fall gebrauchen, wenn wir. Oh. Ach, der hatte noch was. Sobald wir eine weitere Armee brauchen und ich würde sagen, wir brauchen eine weitere Armee. Weil es muss ja nicht heißen, dass er gleich mit. Hey, was machst du da? Mit, also, dass er nicht gleich Brundinsium verteidigt, sondern es kann sein, dass er Apollonia angreift. So. Ah, ja, der kommt jetzt mit. Krass, dass der mitgemacht hat. Das war heftig. So, ich würde mal sagen, hier kommt eine nächste Armee. Das ist alles blau. Das ist ein bisschen blöd. Vermächtnis? Machen wir 4, machen wir 2, 4, 5, 6.
Und machen wir 5. So. Gut. Und dann machen wir noch eine Flotte. Eure Befehle. Wir brauchen gute, starke Männer. So. Genau. Dann kann der mal wieder das weitere suchen. So, das da ist, ja genau, das ist eine Flotte. Ist nicht ganz so toll, aber das ist eine Flotte. Was habe ich? Ja, so eine fette Armee, so, ich bin nicht da. Warte, ich würde hier nochmal... Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Ah, das war so klar, dass die zweite Armee jetzt... Ja, irgendwo weggeht und nicht irgendwie angreift oder so. Weil das wäre nämlich clever gewesen. Wenn er angreift, dann greift er meine Armee an und dann ist es nicht so, dass wenn ich gewinne, gehört mir die Stadt, sondern er geht halt in die Stadt zurück, so. Und wenn er mich dann wenn er mich ja krass dezimiert, kann ich ja nicht mehr angreifen, weil er hat immer noch eine Mauer und ganz viele Türme. Also die Schrecken des Tereus, wie nenne ich dich denn? Die letzte Mauer. Eure Befehle. Das wären dann die Verteidiger von Sparta. Also, noch. Weil irgendwann wird ihr Sparta so groß. Denke ich mal. Dass die dann auch irgendwie rumtuckern und angreifen werden. So. Ich muss dann unbedingt mal schauen. Warte, Krieg erklärt, wer wen? Königlichen Skythen, also das ist im Osten, glaube ich. Fraktion angetroffen. Persien. Schiffsbauer. Okay. Gut. Ich will mal wissen, wie weit der Bactrien ist. Ja, ich meine, das kann ich jetzt wirklich automatisch machen, ne? Das wäre jetzt nur interessant gewesen, wenn... Wenn da wirklich zwei große Armeen gewesen wären, plus die Garnison. Das wäre richtig interessant gewesen. Also, wäre es ein bisschen interessant. Ja, vielleicht hätte ich spielen sollen. Naja. Hier so. Ja, der ist schon ein bisschen älter, ne? Ein bisschen schade. Ja, der bleibt auch mal da und ruht sich aus. Hier kommt ein Tempel rein. Der bekommt noch ein paar... Wir brauchen eine größere Flotte. Ja. Da stimme ich dir mit dir überein. So, dann schaue ich mal, wie es mit der Politik. Ah, das sieht doch sehr schön aus. Die mögen mich. Dann Loyalität sicher nochmal. Dann mögen sie mich mega. Das ist super schön. Dann verheirate ich dich mal. Und dich auch. Okay, noch nicht, aber ich verheirate dich dann. Argos. Okay, dich mache ich zum Hinterhalt-Typi. Rüstung. Ruhiger Ehemann. Das ist immer cool. Oh, Kinder bekommen, das ist gut. Das war voll idiotisch gerade. Aber egal. Gut.
Mal schauen, wie sehr mich die anderen noch. Ja, okay, 4% quasi weniger, das ist in Ordnung. Habe ich mit dem. Über mir habe ich mit dem einen. Nicht Angriffspakt? Wir hören uns eure Angebote gern an. Jetzt haben wir einen nicht Angriffspakt. Dieses Abkommen. Okay. Das ist ganz gut, weil. Jetzt haben wir da oben eine Knauschzone. Also normalerweise ist es halt leider so, dass wenn man einen Nicht-Angriffspakt oder ein Bündnis oder ein Klientel mit jemandem schließt, dass er dann plötzlich so ultra riesig wird. Aber das stört uns gerade nicht. Wie gesagt, wir werden hier das einnehmen und dann mit Etruskern werden wir dann Krieg anfangen. Und dann alle Armeen hier werden rausgehen. Und dann können Etrusker hier groß werden und dann werden wir Frieden schließen. Ich will mal wissen, wie es aussieht, wenn die Etrusker wieder groß werden. Ob sie sich weiter ausdehnen oder ob das gar nicht so programmiert wurde. Weil, ja, die Etrusker habe ich noch nie groß gesehen. Und auch nie, dass sie bis jetzt ausgehalten haben. Gut, wie sieht's denn hier aus? Hier ist Perser, ja, hier ist Media. Hier ist... Ja, Seleukiden sind schon ganz cool weit. Ich gehe, glaube ich... Ja, okay, Media. Media. Unbekannt. Okay, Media ist nur... haben nur hier die... 1, 2, 3 Provinzen. Persien. Okay, Persien hat auch nur 3. Ne, hier unten. Oh. Persien hat hier. Saba. Und hier wahrscheinlich dann der Südzipfel halt. Ja, hier bin ich mal gespannt, ob Bactrien schon riesig geworden ist. Chimera? Unbekannt. Okay. Geten? Was geten? Okay. Ach krass, die wurden ein bisschen zurückgedrängt jetzt. Soeben. Also soeben haben 2 komplette Provinzen. 3 komplette Provinzen. Und fast 4. Okay, soeben ist krass. Also hier wurden die nochmal zurückgedrängt. Hier sind die Skythen. Die Skythen waren auch ganz groß, aber nicht bedeutsam, weil das sind nur wenige Regionen quasi sind. Aber ja, soeben ist groß. Soeben hat er sehr große Provinzen. So. Seleukiden sind auch groß. Gegen die zu kämpfen wird sehr spannend. Also ich muss mal Sardes jetzt rausdrängen, damit ich ja so früh wie möglich gegen die. Die Seleukiden antreten kann. Ich gehe mal hier hin. Bütchen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die nächste Runde. Okay. So, ja, für Rom würde ich, glaube ich, nur eine Armee bereitstellen, die da alles macht, weil ich glaube, das schafft die, weil Rom ist ziemlich am Po. Und
Ja. Schon wieder trinkfreudig. Oh Mann. So, dann. Ja, die heilen immer noch. Die nicht mehr ganz so. So. Pergamon ist vernichtet. Also hatten wir die gar nichts mehr. Also die hatten kein Geld mehr, keine Armee mehr. Und sind jetzt weg. Das ist gut. Hier sind Seleukiden. Aber erstmal muss ich hier Sardes rausschmeißen. Das könnte ich mir nämlich vorstellen. Und zwar, dass die Etruskische Liga so programmiert ist, dass sie nur ihr Dorf behält. Genauso wie Knossos. Ich habe auch noch nie gesehen, dass Knossos irgendwo hingefahren ist und übernommen hat. Obwohl die von Anfang an hier eine super krasse Fullstack-Armee drinnen stehen hat. Also nicht von Anfang an, aber die baut sie ziemlich schnell. Und dann ist gut, ne? So. Genau, die heilen noch ein bisschen. Hier ist eine 4er. Plus 11, 15, okay. Der ist ja gemein. Der ist ja super gemein. So. Ich glaube, die können jetzt mal rudern. Die rudern mal nach hier. Weil da brauchen die, brauche ich die nicht mehr. Also vorerst nicht mehr. Pergamon gegen Ägypten. Ist ja lustig, dass Pergamon jetzt auch gegen Ägypten gebundelt hat, sag ich mal. Aber ja, vielleicht hat Ägypten auch gesagt, so, ey, du greifst meine geliebten Spartaner an. Das geht mal gar nicht. So. Könnte alles sein. Man weiß es nicht. Oh. Hallo. Der hat doch noch eine Fullstack-Armee da. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein Seil zuwerfen würde. Nun klettert ihr an Bord. Der zahlt mir Syrakus. Nee. Weil ich will ja den Stiefel haben. I want was heißt Stiefel auf Englisch? Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Respekt, deren Forderung zukommen zu lassen. Nicht für 1000. Forschung abgeschlossen haben, Stadt wird belagert, da will ich mal schauen, wie groß deine Armee ist. Ja, schon ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, guten Start in die Schule, wenn ihr noch in die Schule geht. Und übrigens, wenn ihr irgendwas mit Kunstgeschichte oder Geschichte, wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr mich fragen. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Gut, macht's gut, bis dann, bye bye.